Ja, liebe Schwabensorger-Fans, wir haben jetzt nach dem Sigi Hilz den Abteilungsleiter hier am Mikro, den Christian Lechner, und werden uns mit ihm über die Fußballabteilung des SV Wolfertshausen unterhalten. Hallo Chris. Hallo. Ja, Chris, wie erwähnt, wollen wir uns heute über die Fußballabteilung unterhalten. Wie viele Mitglieder hat denn die Fußballabteilung? Also aktuell ca. 260. Und wie viel ist der Gesamtverein groß? Der dürfte irgendwas zwischen 500 und 550 liegen, genau weiß ich das nicht. Circa über 50%. Ja, so in etwa. Wie viele Mannschaften gibt es denn im Erwachsenen- und Jugendbereich? Also im Erwachsenenbereich aktuell wie bei den meisten Vereinen 2, also sprich erste Mannschaft und jetzt wieder Reservemannschaft. Und im Jugendbereich haben wir aktuell 8 Mannschaften, wovon 2 F-Jugendmannschaften und eine G-Jugend mit dabei ist. Und A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend Spielgemeinschaften sind. Gibt es denn im Jugendbereich das ein oder andere Talent, das vielleicht in der nächsten Saison der ersten Mannschaft einmal sportlich weiterhelfen könnte? Also aktuell ist für mich auf Anhieb fällt ein der Jüngling Kevin, der ist in der A-Jugend. Und der Schmieder Sebastian, bin mir gar nicht sicher, ob der jetzt B-Jugend oder A-Jugend ist, aber das ist mit Sicherheit auch einer, der uns in der Aktiven mal weiterhelfen wird. Und in der B-Jugend haben wir den Deisenhofer Sebastian, der hoffentlich einmal vielleicht mein Nachfolger wird. Als kommen wir doch kurz auf die erste Mannschaft zu sprechen. Ist denn, wir haben es vorhin erwähnt, ihr seid Tabellenführer, was ist denn von der Abteilungsleitung vorgegeben als Saisonziel? Ja gut, nach dem Abstieg war natürlich erst einmal Frustration angesagt. Klar, wir haben 4 Jahre versucht aufzusteigen und sind natürlich dann leider gleich wieder darauf abgestiegen. In einer Mammutsaison, die bekanntlich ja sehr groß war, die Kreisliga. War zwar bitter für uns und ist natürlich dann erst einmal schwierig und dann ist natürlich erst einmal so schwierig zu sagen, wo steht die Mannschaft dann wieder. Es ist natürlich die Frustration da gewesen. Aber wir haben ganz schnell wieder zum Alltag hingefunden und man hat gesehen oder man sieht, denke ich, dass wir eine gute Mannschaft nach wie vor haben. Das Tolle daran ist, dass uns kaum jemand verlassen hat. Und insofern bin ich natürlich jetzt erst einmal froh, dass wir da oben stehen und hoffen natürlich, dass wir so lange wie möglich da oben stehen können. Für uns ist es nicht wichtig, unbedingt jetzt gleich wieder aufzusteigen. Aber es wäre natürlich eine tolle Geschichte. Und wenn wir uns dann vielleicht mal in der Kreisliga etablieren könnten, wäre das natürlich eine tolle Sache. Chris, unabhängig von der sportlichen Entwicklung, welche Aufgabenschwerpunkte hast denn du als Abteilungsleiter in deiner Amtszeit jetzt so festgelegt? Ja, festgelegt. Also in erster Linie war mir wichtig, dass insgesamt die 2 Mannschaften, sprich erste und zweite Mannschaft, zusammengehören. Die sind also hier überhaupt nicht getrennt. Da macht mir eigentlich gar keinen Unterschied, dass die Kameradschaft vor allen Dingen besteht. Die wir hier, denke ich, aufgrund dessen, dass man, wenn man sieht, wie viele Abgänge wir in den letzten 6 Jahren gehabt haben, kann man sagen, dass eine große Kameradschaft herrscht. Die Trainingsbeteiligung ist relativ hoch auch. Dann kommt das natürlich dazu, dass wir hoffentlich jetzt in nächster Zeit viele aus der Jugend rauskriegen. Also habe da auch immer ein bisschen mitgemischt, dass hier was entsteht. Und natürlich auch, dass die ganze Anlage hier in einem Top-Zustand ist, sodass einer, der mit ein bisschen ideologischen Fußballgedanken sozusagen Fußball spielen will, der dann auch zu uns kommt und bei uns bleibt. Also wir haben 3 ausgezeichnete Fußballplätze und haben gute Ausrüstung und alles. Also von dem her, das waren also diese Hauptpunkte, wo ich gesagt habe, die, denke ich, bringe den Verein einigermaßen voran. Natürlich auch Sponsoren und finanzielle Dinge. Ja Chris, wir haben dich jetzt gerade aus dem Training rausgeholt, man sieht so ein bisschen noch am Schwitzen, aber das ist ja deine zweite Rolle als Torhüter der ersten Mannschaft. Gibt es denn manchmal Tage, wo das irgendwo sagen wir, Schwierigkeiten vielleicht gibt? Einerseits Abteilungsleiter, andererseits Torhüter. Man erwischt einen schlechten Tag als Torhüter, hat aber an demselben Tag andere Ansprüche sportlich als Abteilungsleiter. Gibt es da irgendwie mal so Schwierigkeiten, Konflikte? Also sportlich habe ich insofern keine Probleme nicht, weil ich sage jetzt, wenn man, ich war immer schon ehrgeizig, ich bin ehrgeizig. Ich sage jetzt mal zu, viele schlechte Tage habe ich glücklicherweise nicht oder nicht mehr, sagen wir es mal ja so, mit regelmäßigem Training und regelmäßigen Spielpraxis auch. Da macht man relativ wenig Fehler, 36 bin ich auch schon, ein bisschen Erfahrung habe. Also und selbst wenn mir ein Fehler passiert, erstens einmal gibt es niemanden, der mir da irgendeinen Strick dreht. Und zweitens einmal, ich sage jetzt mal mit 36 ist man dann irgendwann so weit, dass man sagt, okay, Fehler macht man halt einmal. Also das ist überhaupt kein Thema nicht. Ja, Chris, dann wünschen wir dir mit dem SV Wolfertshausen alles Gute in der kommenden Spielzeit und dass so alle Ziele, die ihr habt im SV Wolfertshausen, auch in Erfüllung gehen. Danke nochmal. Ja, danke auch.